Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jasmin ist wieder mit am Start und Jasmin und ich sind best forever in this game. Sind wir nicht. Ich weiß, du lässt mich regelmäßig hängen. So, ich wollte eigentlich bauen, aber ich denke, ich werde ein bisschen looten gehen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen erstmal wieder Material rankriegen hier. Richtig, dann könnten wir nämlich unterwegs ein paar Bäumchen fällen, ein bisschen Stein abbauen, Messing mitnehmen. Zutaten will ich gar nicht, ich brauche Essen. Oh, hier so einen geilen Penner eintopfen. Ah, Essen muss ich auch gleich mitnehmen, ich muss auch mal wieder was kochen dann. Ja, schleif bei dir in der Küche, ne? Mhm. So. A little bit. A little bit? Nee, würde ich sagen, gehen wir. Ja, gleich. Ich muss erstmal wegsortieren hier. Ja. Von den Lootbags. Demnächst weiterbauen. Dann machen wir das erstmal so. Wir brauchen auf jeden Fall auch Blei. Blei in den Knochen. Und ganz immer Lori. Messing auf jeden Fall. Messming? Messming, ja. Messming, Schabing. Wie spät ist denn das überhaupt? Wir haben es 18.17 Uhr. Wir könnten ja deine Quest machen. Genau. Na, sterbe ich. Dann haben wir zumindest ein bisschen Loot in der Tasche und kriegen was Schönes vom Händler. Ja, alles mal ganz entspannt, Boy. Ja, mal hier die Kackbäume wegnehmen, du. Irgendwie anders waren von der Decke weg. Wunderschöne Bäume hier. Was ist denn das? Komm hier nicht durch. Wie viel Holz kannst du stacken? 6000, ne? Das schon mal alles weg hier. Ja, gucken wir uns noch ein bisschen die Nachbarschaft an hier. Du, Lisa kommt zu Besuch, ne? Hattest du die eingeladen? Nee, nicht schon wieder, ey. Die will bestimmt wieder über Gott sprechen. So halte ich die Miete in meiner Hut günstig. Hier. Oh. Kriegen wir gleich wieder Kiefer. Nehmen wir die wieder runter. Schick. Kann man hier den Stein, der hier liegt, schneller abbauen? Bringt aber nicht viel, ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich, Jasmin. So, was haben wir denn hier? Eisen. Können wir auch mitnehmen. Eisen, ein bisschen Stein. Da rein, dann kann das da, das da. Da. So, hier ist auch schon wieder ein bisschen Loot. Geil. Oh, ein schickes Büchlein. Wir machen den Weg frei. Aber viel Loot ist hier nicht wiedergekommen, du. So, ich räume hier gerade den. Nee, ich. Ja, so ein bisschen. Ich bin hier. Ich bin bei. Brr, Eiscreme. Ich räume den Laden gerade ein bisschen auf, dann können wir uns hier selbstständig machen und eine neue öffnen. Mach mal. Ja, oder? Was sagst du dazu? Toll. Ah, falsche Taste! Nehmen Sie doch einen Moment Platz.
Oh, jetzt ist mein Dietrich weg. Nehmen Sie doch einen Moment Platz, ne? Der Chef kommt wieder gleich. Voll dumm, jetzt looten zu gehen abends, wenn man keine Munition hat. Ich hab Munition. Alter. Bist du komplett leer? Zumindest nicht für mein, Schießgewehr da. Für dein Schießgewehr? Ja, ich hab 150 mit. Ja. Ich kann dir sonst ein bisschen was abgeben. Du kannst erstmal auf mich warten, ey. Ja, ich stehe hier am, Auto. Auto. Ich stehe auch hier. Ja, okay, ich gehe zum Mülleimer, ja? Waffenpeile und ein bisschen Jammelfleisch. Ah, das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen Stein, ey. Ja, ich hab einen Stein, Jasmin. Oh, das wird ja. Das Leben. Stein, Messing, Blei. So, wo ist sie denn? Du kommst gar nicht straight zu mir, kann das sein? Ich hacke gerade Steine. Okay. Oh, hier, die Container sind doch voll. Blei. Oh, geil. Oh, Messing und Blei. Geil. Ja, ich gehe mal hier gleich wieder in diesen Laden gucken. Reicht das? Oh, ich habe fast gar nichts an Essen mit. Wo bin ich denn letztes Mal rein? Ach, komm. Ah, nee. Du Essen mit? Ja. Ein Chili Hotdog und ein Penner Eintopf. Ich hab auch nicht viel mit. Ah, hast dich wieder auf mich verlassen, ne? Nee, ich hab's vergessen einzupacken. Oh, 19 Eisen. Hey, wo bin ich denn reingegangen letztes Mal? 10 Jetons. Ich bin reich, Jasmin. Heureka, die Welt gehört mir. Was kostet die Welt? Ich nimm sie zweimal. Bist du gerade oben am Laufen? Nein. Okay. Oh, bisschen Munition. Ist das hier der schlimme Raum? Klamotten will ich gar nicht erst durchsuchen. Nee, auch noch nicht. Ja, so wirklich Loot ist hier drinnen noch nicht wiedergekommen. Oh, hier ist einer campen, Jasmin. Ja? Hat einer ein Zelt aufgeschlagen, mitten im Laden. Und hier ist noch ein Böhr. Ein Böhr von zwei. Hallo? Moin. Jemand hier? Nee, hier ist nichts los. Joa. So. Sale, 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 sag ich immer, ne? Können wir mal rausgucken hier? Okay, das geht. Aha. Ah, gut, gut, ey. Ich finde hier in dem Müll immer Blei, das ist gut. Okay, geht jeder seiner Wege, oder? Ich bleib sowieso erstmal hier vorne. Ich will jetzt erstmal Stein und so machen, damit ich alles aufbessern kann mit Beton wieder. Ja. Mein Gewächshaus hinten und so. Weil ich gehe immer drauf, wenn ich abends looten gehe. Ja, das kenne ich. Ja. Nachts ist die Welt irgendwie grausamer. Da sind die ganzen Gangster unterwegs. Gangster. So. Ich gehe, glaube ich, mal das Haus nehmen und es abbauen, oder? Fange ich da mal am besten an. Ja, die Bruchbude wollten wir sowieso weg haben. Oder? Ja. Ist doch eine Idee, oder? Da ist ja auch genug Stein. Ja, ein, zwei Steine sind denn deine.
Mhm. So, dann ich guck mal so ein bisschen das Wohngebiet durch, ne? Mhm. Da wird ja wahrscheinlich irgendwo wieder irgendwas gekommen sein. Okay, kann man mitnehmen. Zwei Öl einreifen. Ich geh mal bei uns vorne anfangen. Ja. Ups. Da hat jemand gerade den Boden geküsst. Oh. Der heilige Boden. Oh, Standbild. Oh Gott. Irgendwo an den Fallen hier. Ah, da. Zuck da. Mhm. Also im Fernsehen läuft nichts Besonderes, ne? Okay. Da ist nur Standbild. Oh, Bücher. Oh, Munition. Ja, Hallöchen. Oh nein. Na, Moment. Muss mal ein bisschen Abstand gewinnen hier. Auf Abstand von diesem ganzen Stress. Okay. Ah, die sind vom Dachboden runter. Toll. Ich habe 9 Schuss mit dem Gewehr verschossen und 9 Schuss gefunden. Ja. Ich glücklicher. Gesegnet wie ein Glücksschwein. Aha. So, hier haben wir noch einen Schlüssel. Was hast du aufgemacht? Ja, es wäre ärgerlich, die Munition für die leichten Zombies zu verschwenden. Ja, deswegen bleibe ich erstmal hier, baue ab. Ich habe gerade 2 Frauen flach gelegt. Weil nachts ist mir das zu riskant, ey. Ich bin... Nee. Und dann fahre ich looten. Tagsüber mag ich das irgendwie lieber. Ist nicht so gruselig, sagst du? Ja, sind die auch nicht so schnell. Ja. Das ist ja immer eine Sache des Betrachters, ne? Mhm. Hä? Ja. So, ne, schon gut. Aber ey. Mach ich gleich. Okay, ich bin jetzt hier oben im Dachboden via Seil hochgekommen. Oh, schon wieder ein Polizist. Geh doch runter! Was machst du denn da? Dieses verflixte Seil. Seil. Ja. Da muss er schon mit dem Kopf wackeln. Schütteln. Hat er mit dem Kopf geschüttelt, der Polizist. Hat er auch gedacht, oh Junge, so doof. Ach, kann ich dich gar nicht beißen. Das tut mir ja schon leid. Ah, hier ist so ein bisschen fauler Müll oben. Aber dafür bin ich ein Level up. So, haben wir alle Räumchen schon durchforstet. Ja, rein. Hier war ich noch nicht gucken. Oh, Jasmin, eine Kartoffel. Aha. Jo. Weiter geht's. Oh, hier ist noch ein Gartenhäuschen. Hm. Oh, schön. Oh, ist verschlossen. Ich hole mal meine Panzerkracher-Skills raus. Die Rückwand hätte gefehlt. Ist aber auch nichts drin. Mm. Mm. Obwohl. Hier ist eine Schreierin. Ja, du machst das. Ich habe keine Munition, ich weiß nicht, wo sie ist. Hau ihr auf die Fresse. Mach sie platt, Jasmin, raste aus, zeig ihr das Tier in dir. Ist sie wieder bei dir drüben, ja, oder was? Weiß nicht, oh, mach sie mal bitte weg. Die haut bestimmt wieder auf der Rückseite, ja, meines Gebäudes gegen die Wand. Hast du eigentlich zugehört eben?
Du, nee, ja, ne? Aber du nicht. Du sollst sie auf die. Auf den Mund hauen. Ich sehe sie doch gar nicht. Musst du einmal rumgehen. Ich gehe nicht raus. Es ist noch nicht mal 22 Uhr. Sei nicht so ein Prosch. Nee. Ich sehe die nicht mal. Die haut irgendwo gegen. Oh, guten Tag, Sir. Sie haben Handwerker gerufen. Ich soll mir aber diesen kaputten Boden angucken. Ja, da können wir nichts machen. Das müssen wir austauschen, ne? Ich habe gar kein Baumaterial mit. Das machen wir nächstes Mal. So, wir können ja erstmal gucken, was müssen wir. Hier, die Therme, die ist gar nicht mehr zeitgemäß, du. Die nehmen wir auch mal weg. Bin Klempner vom Büro. So. Oh. Wakey, wakey. Da hat der sich unter meinem Schlag durchgebückt. So geduckt. So ein Schlingel aber auch. Kann die überhaupt nicht sehen. Ach, hier ist jetzt nicht so. Guten Tag, Sir. Möchten Sie auch einen Kaffee? Es schien ein stressiger Arbeitstag gewesen zu sein. Hier sind haufenweise Kochbücher. Das, was ich nicht will. Mais. Ja, Gammelfleisch. Können wir jetzt eigentlich aus den Shamway Sandwichen schon was machen? Sprich, machen wir denn schon was draus? Guck ich gleich. Ja. Weil sonst würde ich die nämlich erstmal nicht mitnehmen, wenn wir die gar nicht gebrauchen. Gebrauchen? Naja, also wenn wir die nicht nutzen. Weil wir haben davon schon so viel. Bin ich der Meinung. Oh, meine Schraubzwinge ist gleich kaputt. Mein Schraubenschlüssel. Und der hat eine Schlüsselfunktion. Trübes Wasser. Der Schrank ist verschlossen. Ah, Medizin. Da, 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 da. Da, da, da. Einbrecher bin ich von Beruf. Da, 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 da. Einbrecher. Der Hausherr hält mich nicht auf. So, dann sieht das keiner. Der Polizist hat mich bei einer Straftat erwischt. Wow! Das fand er aber zum Kotzen. Eieiei. Das ist ja ein Ganove. Ja, so. Dies Boss schon. Kann man hier noch hinter? Nix Besonderes. Ich glaube, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Nein, 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 nein. Hatten wir nicht gerade das Vergnügen? Oh, oh. Kunststoff. Ja. Jasmin, was würdest du sagen, wenn ich sage, ich war so sauer, ich habe den Polizisten in 1000 Stücke gerissen? Na gut.
Ja, oder? So, hier haben wir nochmal eine Zeitung. Hier müsste es doch irgendwo noch Hauptblut geben, oder? Oh ne, hier ist Schundluder betrieben worden. Ja, aber wo hat die Latte? Ach so, der zeigt hier auf den Raum nur. Mm. Dann habe ich mir ja schon gesnackt. So, dann gehen wir mal einen runter, ne? Keller hat die Hütte nicht. Die ist immer noch da in deiner Hut, glaube ich. Kannst du die mal bitte wegmachen? Nein, da sind schon so viele drumrum. Ich gehe nicht raus. Ich habe nichts an Munition, gar nichts, ey. Hab ich nicht, sterbe ich. Ja, was soll ich tun, ey? Ich könnte höchstens... Pass auf, der eiserne Rächer kommt jetzt, ja? Könnte höchstens einmal schießen, dass sie zu mir kommt. Ja, das reicht doch schon. Ist auf jeden Fall ruhig. Ey, ich bin gerade so um die Kurve gedriftet. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Und sind's viele? Gar keiner. Mehr. Hab's gelöst. Dankeschön, Jasmin. Sehr gnädig. Aber die muss irgendwo bei dir dagegen geknallt haben die ganze Zeit. Musst mal gucken. Naja, ich weiß schon, welche Ecke wahrscheinlich. Die hat irgendein Problem mit meinem Westflügel. Ist das mein Westflügel? Wenn ich jetzt... Ich weiß gar nicht, wie rum steht mein Bunker. Ne, mit meinem Ostflügel. So. Die ist da irgendwie nicht so konform mit, wie ich das gebaut habe. Ha, vielleicht werde ich das mal umbauen. Um ihren Seelenfrieden zu gewahren. So, hier haben wir nichts weiter. Ist ganz schön ruhig heute, ne? Du bist auch ruhig. Ich? Ja, 22 Uhr. Ja. Baue ich ja hier gerade ab. Hier ist auch kein Loot nachgekommen in der Ecke. Ich mag das halt nachts überhaupt nicht, ey. Ich guck nochmal beim Bottomless Barrel Buffet, ob da vielleicht noch irgendwas Gutes ist. Buffet. Weil dahinter ist ein Lieferwagen mit Elektronik, aber da ist nichts drin. So. Kommen die jetzt alle außen rum? Das ist ja jetzt unpraktisch. Bei dir? Ja. Bei dir am Haus? Nein. Alter, das ist meine Hut! Hallo! Oh, ich habe gerade richtige Polizeiarbeit geleistet. Und ich wurde gerade richtig nervös und bin die scheiß Treppe nicht hochgekommen. In Amerika wäre ich jetzt spätestens jetzt Lieutenant. Können wir hier reingucken? Ja, da ist er. Oh ja, genau. Er nimmt den langen Weg. Wo ist die denn? Da ist doch noch einer bei dir. Weiß ich nicht. Noch mehr. Hallo. Ist geregelt. Noch mehr bei dir? Nee, ich bin ein bisschen weiter weg. Ist da irgendwo einer reingelaufen? Mai, oh Mai. Der ist aber hart im Nehmen, der Bursche. So, ein bisschen Zimt. Da kommt ja noch einer, ne? Einer kommt noch. Bei dir. Vom
Vom See, Richtung See. Hast du dich verlaufen? Das war's dann, oder? Ja, also bald war's das. Viel Munition habe ich nicht mehr. So, ich hab... Ach, hier war doch der Hund, ne? Oh Gott, war das schlecht. Ist das peinlich. Oh, hallo? Hey. Ich sollte vielleicht nach Hause kommen. Die haben alle orangene Augen. Nee, der Hund nicht. Ja, feini. Ja, feini. Hast du alle tot gemacht? Ja. Okay. Ist das ein Problem? Nee. Gut. Ja, nö. Oh, dann habe ich ja gar keine Muni mehr, ne? Ah, ich komme mal nach Hause. Taschen leer machen und anfangen zu bauen, wa? Schon mal so ein bisschen zu skizzieren mit meinem Bauplan. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nichts sehe. Licht aus? Ja, ich hatte meine Lampe aus. Warum hast du denn deine Lampe aus? Da siehst du doch gar nichts. Du kannst bestimmt genauso viel sehen wie Maulwurf, wa? Jo. Nichts. Du denn? Was machst du denn da? Ich hab doch gesagt, ich reiß die Bude ab. Ja, aber es reicht, wenn du hier auf der Höhe einmal alles wegkriegst. Ja, mach ich doch zwischendurch. Ja, ich brauche aber die Sachen. So. Hey. Mhm. Na gut. Ich mach das doch zwischendurch, dann fällt das runter. Aber ich brauche ja auch ein bisschen was. Junge, Junge, Junge. Was denn? Nix. Ich guck hier nur, was ich einsortiere. Mhm. Kannst du mir helfen? Ja, ja. Wenn ich Zeit habe. Oh, irgendwo ist doch hier schon wieder einer. Hä? Hatten wir hier nicht auch Blei drin? Ach doch, da oben. Ich glaube, da ist schon wieder einer bei dir drüben. Ja, ich gehe gleich rüber. Irgendwo schlägt hier was. So, das nehmen wir erstmal mit. Hä? Oder schlägt der hier bei mir unten? Hältst du die Miete wieder niedrig? Ich höre was, aber ich weiß nicht, wo der ist. Gammelfleisch. Ich komme gleich wieder. Ja, alles gut. Ich will auch den Quickshare machen. Oh, Scheiße. Da wo sind? Irgendwas noch über. Wir haben jetzt noch Eisen. Können wir einschmelzen. Munition behalten wir sowieso. Baumaterial. Trübes Wasser können wir noch rauspacken. Und den Kaffee. Dann haben wir noch die Pfeilspitzen. Pfeilspitzen. So, hier noch die Magnum-Munition und dann zu guter Letzt, das kann weg. Ja, schön. Ich hab einen Freund. Mein Gott.
Frauen denken auch immer, man will nur sie. So, jetzt einmal Eisen einschmelzen. Oh, die Schmelze läuft gar nicht. Eisen. Haben wir hier noch Stein drin? Ja, aber kein Holz. Wunderbar. Zement. Betonmischung. Maximum 1000. So, dann kann das wieder rüber. So, hast du gekillt? Ja. Gut. Hat schlecht geträumt, glaube ich. So, ich komme jetzt einmal zu dir und dann helfe ich dir. Oder baue ich? Die Wand, ja, hier kannst du noch ein bisschen weg, Material, ne? Bauen, ne? Bauen. Abbauen. Hast noch ein bisschen Holz und so. Stein. Ich würde hier vielleicht noch einen Rundbogen gerne reinziehen. Ja, komm, ich helfe dir mal die Hütte mit abzureißen. Und dann, baue ich danach weiter. Bin mir noch nicht genau sicher, in welche Richtung das geht. Ich mache hier vielleicht auch noch mal eine Treppe runter. Ist vielleicht geiler als eine Leiter. Aber da muss ich mal gucken. Wo, Jasmin? Da, diesen Schandfleck hier willst du also loswerden, ja? Ja. Damit fühlst du dich nicht wohl in der Nachbarschaft. Kann ich verstehen. Gleich jemand ganz erstaunt sein. Ich oder was? Ja. Weil? Ja, nur so. Weil gleich alles zusammenkracht oder was? Ja, ich möchte hier keinen Spoiler-Alarm, ne? Ich möchte hier keine Überraschungsmomente vorwegnehmen. Dann bin ich nachher noch der Doofe. Sowieso. Man müsste hier einen Polizisten reinlocken und ihn die ganze Zeit ärgern. Dann kann der die Bude auseinandernehmen. Alter, was für ein architektonisches Meisterwerk. Ja. Dass das Ding immer noch steht. Okay. Ja, ja. Da bin ich ja leicht erstaunt, ne? Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht in eins deiner Löcher falle. Alter Schwede. Da bin ich aber ziemlich impressed gerade. Ah, wer guckt denn jetzt erstaunt? Ich? Aha. Ich bin darüber erstaunt, dass du nicht erstaunt bist. Ey, das Ding hält aber, wa? Bei dir schon was runtergekommen? Alter Schwede. Ah ja.
Aber ich traue mich auch nicht mehr auf die Veranda zu gehen, ne? Nee. Nee, nicht, also nicht wirklich. Wenn es nicht sein muss, dann gehe ich da nicht hin. Mhm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir da alles auf den Kopf fällt. Ich habe zwar einen Helm auf, aber was hält der schon? Okay. Oh, ein bisschen Platz machen hier. Das wird ein wunderschöner Parkplatz. Wer baut die Wände in der Mitte jetzt noch ab? Ja, ich nicht. Ich will da auch nicht reingehen. Alter, was die Hütte aushält. Du stehst doch schon drinne. Ja, ich weiß. Was soll der Geiz? Wir gehen auch rauf. Okay, noch steht's. Das ist so ein bisschen hier wie Jenga, ne? Nimm die Blöcke raus und guck, wann's zusammenbricht. Ja. Jenga für Große. Langsam fällt ab und an was. Okay. Aber es kommt nicht das Haus im Ganzen runter, ne? Bis jetzt. Eieieiei. Du läufst da drinnen einfach noch rum. Ah ja. Puh, ei. Ich hab gedacht, jetzt habe ich soweit. Auf welchem Block steht das denn noch? Weißt du, aber wenn ich irgendwas baue, ne? Und ich gehe da vier Blöcke nach vorne, dann bricht gleich alles zusammen. Jetzt bricht's gleich zusammen, warte ab. Warte, geht gleich los. Ich sterbe bestimmt gleich. Oh ja, deine Seite stürzt zusammen. Ja, ich bin auch schon ein bisschen weggegangen. Steht immer noch? Ja. Alter! Aber wo steht denn das jetzt noch? Hier hinten bei mir. Oha! Oha! Ich bin draußen. Eieiei. Ah, hier hängt er noch am Fenster. Alter Schwede. Hier hängt er noch am Fenster, wetten? Ja, warte. Ich nehme den hier auch noch weg. Oh, nee. Schreierin. Keine Schreierin. Ach, sehr gut. Meine Axt ist kaputt. Kleinen Moment. Hä, ja, aber wo hält denn dieses Haus noch? Hier, am Fenster, habe ich doch gesagt. Geh weg! Das Fenster hat noch gehalten. Aber irgendwo liegt der immer noch auf. Ja, aber wir haben schon mal viel geschafft. Den Boden können wir ja behalten, aber so, dass der Rest wegkommt. Hey, ich nehme hier schon mal den Schutt ein bisschen weg. Na ja, auch. Wie sieht denn das sonst aus, ne? Wir sind sauberes ja. Unternehmen, seriös. Eieiei. Kann ich mir wenigstens eine Mauer dann bald rumziehen hier? Ja, ja, den Platz hast du, ne? Ja, will ich definitiv machen. Und das kann keiner mehr hochklettern. Ja. Und von oben dich überraschen. Weil die Mauer, die kann ja da enden, wo mein Gewächshaus anfängt.
Aber wo steht der denn noch? Das ganze Ding schwebt doch in der auf der Tür? Never. Der hält doch jetzt nicht nur an der einen Tür, oder? Weiß ich nicht, lass uns erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, warte, ich räume an der Tür auf. Hä? Gut, die Steine müsste ich hier wahrscheinlich doch noch wegmachen dann. Aber, hä? Oder liegt der auf dem... Nee, auf dem Schutt nicht. Ne? Das wäre Quatsch. Okay, er lag vielleicht doch auf dem Schutt auf. Schreierin. Oh. Hast sie? Ja. Puh, das war knapp. Okay, das gibt... Aber es ist eigentlich ein Witz, ne? Wenn du überlegst, wie viel Holz und Baumaterial in diese Hütte hier reingeht und was du rauskriegst, wenn es kaputt ist. Also eigentlich ist das, das grenzt schon an Blasphemie. Gotteslästerung. Vorsicht! Aber ich will, ich glaube, ich mache auch den ganzen Boden weg hier. Bin mir halt echt nicht sicher, wo der hängt. Aber der wird ja wohl nicht an den Fensterbänken hängen, oder? Und dann baue ich, glaube ich, dieses Gitter anders, glaube ich, hier. Ja. Ich würde auch gerne noch mal eine Werkbank bauen. Ich brauche bei mir auch noch drüben eine. So. Okay, wo hängst du noch fest? Ich meine, grundsätzlich, das ganze Konstrukt schwebt ja in der Luft, ne? Das heißt, hier muss ja irgendwo eine Hitbox sein, die den noch festhält. Na, ich glaube der hier. Jo, weg! Das sind die Fenster, die halten. So, jetzt haben wir's. So, die Hütte ist weg. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, jetzt muss erstmal alles aufräumen. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache mit der Mauer. Oh nein. Kein Problem. Ich bin weg. Sie hat geschrien. Scheiße. Lass mich zu Jasmin hoch. Ich will nicht, dass meine Basis kaputt geht. Ah. So, ich habe 2 Schuss mit der 9mm. Das war's. Die gehen gar nicht auf die Treppe. Die gehen hier vorne wieder hin. Ja, ich will die Treppe auch wegmachen, glaube ich. Und dann mache ich eine Mauer und dann gucke ich mal, wie ich das mache. Dass du die irgendwie gelenkt kriegst, ne? Ja, ich will das weg haben. Ich will auf jeden Fall definitiv eine Mauer haben, weil ich es einfach besser finde mit Mauer. Hat man drüben ja gesehen. Die wollen in dein Gemüsebeet. Scheiße. Ja, ist noch nicht richtig dicht, ne? Ist dein Gemüsebeet ein Aufgang nach... Du hast eine Leiter zu weit unten, glaube ich. Ja? Ja. Mach mal weg ein Stück. Oh, nö! Die sind da hingekommen, wo noch nicht zu Beton und so war. Ja, aber jetzt kommen sie hier nicht mehr hoch. Oh Mann! Ja, ist kein Problem. Dieser Scheiß-Polizist, doch. Oh, ich kann mit meiner Knarre nicht wirklich. Aber dadurch, dass wir jetzt hier die Leiter weggenommen haben, wollen sie nicht mehr hier rein. Trotzdem kacke, jetzt ist das kaputt. Eigentlich können die an den Stachelfallen kaputt gehen, ne?
sind ja nicht mehr... Ja, jetzt gehen die doch dahin und machen das kaputt. Deswegen, ich will eine Mauer haben, ey. Die Mauer hält noch ein bisschen mehr ab. Die Mauer muss weg. Ey, die muss wieder her hier. Irgendwo ist noch einer. Ja, Vorderseite. Oh, hier, der hat mein Ding kaputt gemacht. Irgendeiner kloppt hier noch. Ja. Aber wo? Ich bin draußen unterwegs. Ah, hier! Da! Das ist aber nicht der einzige. Wo ist noch? Irgendwo hier im Schutthaufen. Ah, hier drinnen! Eingesperrt! Okay, die haben wir. Ja, wunderschön, ne? Vielleicht mache ich hier meine... Aber mal gut, dass wir das mit der Treppe jetzt festgestellt haben und nicht im Blutmond. Ja. Ja, die Treppe kommt weg. Die Treppe muss weg. Die Treppe muss... Jetzt habe ich so einen Ohrwurm von diesen dämlichen drei Wörtern. Das ist der 4. Grammatisch. So. Hier ist doch unten Keller. Kann man nicht gucken, dass man das zumacht, hier aufmacht zum Beispiel. Und dann das hier, also die Gitter aufmacht und dann hier so eine Leiter. Und dann fallen die immer hier in das Loch mit rein, wenn die... Weißt du wie? Okay. Ja gut, aber wenn die durch das Loch nicht rauskommen, prügeln die sich zu dir durch, ne? Ach so. Hm. Das ist schwierig. Aber wir sind schon wieder bei 47 Minuten, Jasmin. Zeit rennt. So, dann würde ich sagen, wir und unser Abrissunternehmen verabschieden uns von heute für euch. Wir sehen uns aber morgen wieder. Schaltet gerne wieder ein. Von euch, nicht für euch. Von euch. Ja, wir verabschieden uns gerne von euch. Wir verabschieden uns heute von euch. Heißt das. Was habe ich gesagt? Du hast... Hör dir einfach die Aufnahme an. Von euch? Nein, ich habe für euch gesagt. Nee, für ne? euch. Ja. Oh, da habe ich grammatikalisch zwei Sätze durcheinander gebracht. Schaltet aber gerne wieder ein. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Tschüss.